hier. Zügel kaufen. Immer wieder die hier. Und wieder den hier, das ist im Verhältnis wirklich besser. 1, 2, 3, 4, mach ich gleich 5, dass 55 reinpassen. Linie zuweisen, Linie... 17 müsste es sein. Denke ich. Warte mal eben. Irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. Das soll Linie 17 sein. Moment, da haut was nicht hin. Das probiere ich nochmal. Also so. In dem Anschluss hier. What? Okay, irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Eben hat es auch funktioniert, oder? Hier ist eine Verbindung, das haut hin. Das ist auch ein Signal. Das ist auch überall miteinander verbunden. Die kann auch lang. Hier ist an dem Depot. Nee, das haut auch hin. Ich mach mal hier noch, vielleicht muss ich hier noch eine Ampel hinbauen. Boah, ey, das kann ich mir jetzt gerade echt überhaupt nicht erklären, Leute. Nein. Oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wieso will denn der hier so assi fahren? Das ist doch jetzt echt nicht euer Ernst. Hier, halt hier hinzufügen. Wieso setzt er das denn hier an? Allein schon. Das verstehe ich schon nicht. Wartet mal. Entfernen. Irgendwas habe ich jetzt... Ah, nee, doch nicht. Das ist keine Straßenanbindung. Straßenanbindung ist aber auch da. Hä? Was ist, wenn ich die Gruppierung aufhebe? Dann setze das da an. Das liegt an der Gruppierung. Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn eigentlich. Mal, jetzt haut's hin, Leute. Jetzt haut's hin. So, okay. Wenn ich das jetzt kopiere. Moment. Escape. Mal weg, bitte. So. Stopp. Hier ist gar nicht mehr kopiert. Also irgendwas ist jetzt hier ganz komisch. Kopieren. Linie. Jetzt haut's hin, Leute. Jetzt habe ich es kopiert miteinander und jetzt geht's plötzlich wieder. Ja, das ist ja wirklich merkwürdig gewesen. Keine Ahnung, woran das lag. An den Signalen nicht, weil die machen eigentlich hier keinen Sinn und deswegen mache ich die auch wieder weg, weil die irritieren dann nur. Ich meine, wir würden jetzt ja sehen, wenn sich hier irgendwas ändert. Ja, den hätte ich auch da lassen können, aber egal. Macht jetzt keinen Sinn. So gut, dann müssen wir jetzt eigentlich, wenn ich jetzt noch den Zug zuweise, losgehen können. Ne? Und hat jetzt doch wieder länger gedauert als erwartet, aber keine Ahnung, weswegen die Linie so komisch war. Ich meine, wie soll der Zug über die Straße fahren? Und, ne? Also das macht ja auch keinen Sinn. So, enthält Fahrzeuge, ja, deswegen will ich ja draufklicken, was ich nicht kann. So, jetzt kann ich. Linie zuweisen, Linie 17. Wunderbar, haut hin. Endlich kann es losgehen, Leute. Schwere Geburt gewesen am Ende. Aber ich denke, ich habe die ganz cool hinbekommen, die Strecke. Und jetzt auch nicht die krassesten Ausgaben dabei gehabt, wenn man überlegt, wie viele Berge hier sind. Wir haben einen kleinen Tunnel gebaut. Dann, na gut, das Dümmste war natürlich, da wo ich es falsch platziert hatte. Das war ein bisschen ungünstig. Das mache ich mal wieder ordentlich, ja, sowas mag ich nicht. Sowas mag ich nicht. So, 19,5 haben wir mittlerweile. So langsam müssen wir doch auch mal ein bisschen schneller Lokomotiven bekommen, oder? Würde ich denken. Na komm, hier machen wir mal ein bisschen ordentlich wenigstens. So, Straßenbusse, oh, das sind unsere ganzen Industriedinge. Ja, die können wir ja mal mit LKWs austauschen, da habe ich auch kein Problem mit. Machen wir das mal. Und ich wollte sowieso mal noch was ändern an den Linien. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Rohstoffe. Wir gucken nochmal schnell durch, wie es aussieht bei dem Rest. Vom Geld sieht sowieso okay aus. Ich meine, wir haben dieses Jahr ziemlich viel Geld ausgegeben, das passt schon. Aber so die Linie müssten wir eigentlich... 300.000, die machen Minus, da kümmere ich mich jetzt gleich mal drum. Linie 13, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es kann also auch daran liegen, dass es... Guck mal, jetzt ist der Tag schon wieder im Plus, das geht ganz schnell wieder.
Linie 17 ist neu, die muss ich erst noch ein bisschen etablieren. Und Linie 18, ja gut, ich habe da wahrscheinlich einen Bus zu viel drin. Ne? Aber es wächst ja dann irgendwann und so groß sind die Ausgaben auch nicht. Und wie gesagt, ne, ich gehe davon aus, die werden ja hier rübergebracht und dafür machen wir dann in anderen Linien vielleicht ein bisschen mehr Geld. Am meisten machen wir mit Linie 9, witzigerweise. Was ich ziemlich heftig finde. So, gut, Linie 10, wir tauschen jetzt erstmal alles aus. Und bam, bam, bam. Und Linie 10 haben wir hier. So, und ich werde jetzt erstmal neue Fahrzeuge für kaufen. Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Hier muss ich hin. Straßenfahrzeug kaufen. So, das Beste ist das hier. Das ist auf jeden Fall besser als die Kutsche. Eine Kutsche können wir uns gar nicht mehr holen. Habe ich mal 1, 2, 3. Linie zuweisen, Linie 10. Jetzt wollte ich hier gerne was ändern. Und zwar, ich guck mal ganz kurz durch. Linienbenutzung, nein gerade, keine Ahnung warum. Das macht aber keinen Sinn. Jetzt geht's wieder, wunderbar. Okay, weil die Fahrzeuge weg waren, deswegen. Und zwar würde ich mal machen, Vollladen einer Fracht mache ich hier mal ja, also das lassen wir so. Und aber da, wo die Güter sind, weil ich habe immer den Eindruck, dass die sowieso nicht alle Güter mitnehmen, weil manche Güter sollen anscheinend immer woanders hin. Dass ich hier mal Vollladen ausmache. Lade, wenn vorhanden. Ne? Also, das Öl laden sie voll, definitiv, die warten bis es voll ist, bringen das hier rüber und sobald was da sein soll, dann Güter nehmen sie es mit, ansonsten fahren sie direkt wieder hier hin, um weiter Öl zu bekommen. Muss mal gucken, ob das irgendwie Sinn macht. Schauen einfach mal an. Das gleiche machen wir jetzt auch bei den anderen Linien. So, Linie 11 haben wir hier vorne. Ah, das ist die ein bisschen größere gewesen. Wir werden ja sehen, wie sich mit dem Geld entwickelt jetzt. Ne? Linie 10 sind wir jetzt im Minus, aber mal gucken, ob wir dann jetzt ins Plus kommen. Ob sich das irgendwie lohnt mit den Rohstoffen. Also, Straßenfahrzeuge kaufen. Nochmal 1, 2, 3. Linie zuweisen. Linie 11 war das gewesen. Das war Linie 11 gewesen, ja. So, und ganz kurz noch, Vollladen einer Fracht, ja. Angershagen ist mit Gütern. Angershagen, ne, das hier müsste... Irgendwie habe ich keinen Überblick, genau hier muss ich gucken. Nein, das wird er auch vollladen, genau. Und hier aber nicht. Weil das ist wieder mit den Gütern dann. Dann immer nur, wenn was vorhanden ist, genau. Kasekirchen genauso, das ist aber schon eingestellt. Ich meine, da ist ja sowieso nichts zum Abholen. So gut, das gleiche machen wir jetzt in Linie 12. Mal sehen, ob das irgendwie was bringt, was das Geld angeht. Genauso wie jetzt wie die neuen Fahrzeuge. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Ein Eisenerz? Linienbenutzung? Nein. Das müssen wir mal beobachten, ob das so bleibt. Eigentlich müsste hier ja stehen. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass jetzt hier nein steht, weil wir ja das nicht direkt dahin bringen, wo es hin soll, sondern die nächste Haltestelle erstmal hier ist, um Kohle abzuholen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Müssen wir beobachten, ob sich das ändert über die Zeit. Weil hier ist nicht wirklich viel. Guck mal, hier ist nur eins. Steht da. Ey, das teste ich jetzt mal ganz schnell. Warte mal eben. Das teste ich mal eben. Linie 11. Moment. Linie 11. So, dann machen wir nochmal das hier weg. Das hier auch. So, und das ist jetzt West. Okay, und ich mache einen Angershaken Nordweg. Genau. Und da werde ich nämlich jetzt mal eben ganz schnell die Haltestelle dazwischen schieben, dass die wissen, okay, unsere Rohstoffe gehen direkt hierher, bevor sie noch Kohle abholen. Vielleicht liegt es ja daran, ich weiß es nicht. Ladevent vorhanden. Dann hier. Vollladen. Dann wieder hier hin. Ist ein bisschen umständlich, aber egal. Ladevent vorhanden. Und dann ins Industriegebiet muss jetzt hier irgendwo der Bahnhof sein. Ich habe keine Ahnung wo. Ist das der hier? Ja, ne? Ich glaube. Kasekirchenabzeig, ich glaube, das ist es. So gut, mal gucken. Ob jetzt ja da steht. Hier steht auf jeden Fall ja. Das ist schon mal schön. Dann schaue ich jetzt gleich nochmal. Ah ne, das ist es ja. Ne, haut hin. Jetzt steht hier ja, Leute. Moment. Ja, und guck mal, sogar Vergrößerung in 10 Monaten geplant. Das heißt, die Produktion geht dann noch weiter nach oben. Das ist spitze. Okay, Leute, also müsst ihr euch merken. Ich hoffe, dass die das irgendwann nochmal patchen, weil so sinnvoll ist das ja eigentlich nicht, ne? Dass die dann das nicht benutzen wollen, nur weil man erstmal einen Schritt noch mehr eingeleitet hat. Man muss es wirklich immer direkt hinbringen. Das ist gut. Zum Güterhof.
Beziehungsweise, wo sie es weiter produzieren können. So, hier sind ein paar Menschen, sind ja aber nicht viele. 9 nur. 5. 4. Na, mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Wo ist denn der Zug? Guck mal, jetzt sind ja schon über 10. Der Zug fährt gerade zurück, alles klar. 17 fahren zurück. Naja, das kann doch besser werden. Aber das muss ich jetzt auch erstmal ein bisschen einpendeln. Und genauso müsste ich eigentlich mal das hier. Neue Straßenbahn, guck mal. Und eine neue Lok. Guck mal gleich mal, was das für eine ist, weil die sieht jetzt schon ein bisschen schneller aus, wenn ich mir diese anschaue. Habe ich denn hier den Bahnhof? Hier habe ich gar keinen Bahnhof. Oder kein Depot. Depot. Hier haben wir ein Depot. Nice. 100 km/h schafft die Leistung, 1000 Zugkraft, 120. Kostet aber 690.000 pro Jahr. Das ist übel. Das ist übel. Ich glaube, da muss man wirklich schon drüber nachdenken, da vielleicht eine größere Linie die zu benutzen. Ich denke ja drüber nach, Linie 5 wegzumachen und Linie 1 zu erweitern, wie gesagt, nach Kassel-Kirchen. Da könnte man das eigentlich mal ausprobieren. Weil die fährt 100, die fährt ja doppelt so schnell wie die momentane. Und dann machen wir halt nur einen Zug dafür. Die aber gleich wirklich mehrere Städte bedient. Das können wir ausprobieren. Ne, was mir gerade auffällt, wir brauchen hier an sich auch noch Haltestellen. Guck mal. Das ist hier. Ne, ich lasse es, dann lasse ich es erstmal so. Ich meine, die wohnen halt übelst nah am Bahnhof. Das würde sich jetzt eh nicht so sehr hier lohnen. Weil die können ja auch einfach runterlaufen. Guck mal, was hier los ist. Na, ich mache hier erstmal noch nichts. Aber später werde ich ja auch noch Haltestellen bauen, auf jeden Fall. Ich würde jetzt erstmal gerne gucken wegen Rohstoffen, ob wir irgendwas Cooles noch verbunden bekommen. Was haben wir denn? Hier haben wir Ölquelle. Und die brauchen Öl. Ob das jetzt unter Gruppenbach oder Eikelo ist, ist ja egal. Ich meine, die können das ja auch hier rüberbringen. Das ist jetzt, glaube ich, echt egal. So, hier haben wir Erz. Ich weiß, es gibt auch die Übersicht, aber ich finde es jetzt einfach so. Also Kohle. Noch mehr Kohle. Okay. Aber hier wird nur Öl benötigt. Guck mal, zweimal brauchen die Öl. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, weil hier ist Öl. Da ist Öl. Und das war's aber. Ja, da würde ich sagen, wir versuchen mal die zwei hiermit zu verbinden. Mit Eikelo. Mit den Gütern für Eikelo. Das machen wir jetzt einfach mal. Weil das wird auch interessant wegen den Bergen hier. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Also, bauen wir eine Straße. Das sollte jetzt natürlich erstmal eine schöne Verbindung von Eikelo hierher sein, damit die schön im Kreis fahren können. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Hier einfach mal nicht genug Platz. Moment. Alter! Natürlich ist hier Platz. Hier ist nicht genügend Platz. Das ist jetzt nicht mein Ernst. Also, dass ich jetzt hier keine Straße bekomme, das ist ja schon wieder echt bescheuert. Und die Bahnhof reiße ich jetzt aber nicht ab. Muss die Straße jetzt nochmal anders setzen. So, hier ist jetzt genügend Platz, definitiv. Moment. Fahrzeugweg. So. Probier's jetzt nochmal. Okay, so würde gehen. Wunderbar. Bin ich beruhigt. Ja, da ist so eine kleine Straße. Brauchen wir keine große. So. Donnerbüchse, neuer Waggon. Gucken wir dann auch gleich mal. Also wir müssen wahrscheinlich bald dann, wenn ich das mit Rohstoffen habe, werden wir dann erstmal die Züge dann austauschen. Mit schnellen Zügen. So, ich würde das einfach direkt hierher ziehen. So hier. 100.000 ist okay. Ist auf jeden Fall besser als dieser komische Feldweg hier. So, und dann geht's hier weiter. Lass mal so. Und wir müssen hier rüber. Möglichst effektiv. Das geht nicht wegen einer Brücke. Okay. Das würde gehen. Kostet aber sehr viel. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht. Ich kann es auch so lang ziehen. Das ist ja auch okay. Machen wir erstmal bis hier hin. Und dann bauen wir hier nochmal einen Tunnel. So. So ist das halt in den Bergen. Machen wir es mal bis hier hin. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Aber ist doch cool. Ich mach mal ganz schnell hier ein Plus. Dass es durchgehend ist. Und jetzt weiter. So. Guck
können wir sogar noch vorbei. So, hätten wir. Und jetzt brauchen wir noch eine gute Verbindung hier nach Eikelo. Die ist auch okay. Ah nee, halt, wartet mal. Hier ist Ölgüter. Hier ist auch Öl. Nee, das machen wir hier hin. Und dann geht's... Moment. Ist das Stefans Porsching hier zufällig? Habe ich das jetzt verpeilt? Nee, ist auch Eikelo. Okay. Und Stefans Porsching gibt's gar keine Betriebe, die Öl herstellen, so wie es aussieht. Wo ist denn das andere Öl? Hier war das... Irgendwo war doch hier noch anderes Öl gewesen, was produziert wird. Ich sehe es gerade nicht. Hallo? Hier ist Öl. Hier ist Öl gut, hier ist Öl gut. Wo ist das zweite Öl? Okay, ich nehme jetzt doch mal hier so. Produkt. Eins. Ah, hier unten war das gewesen. Alles klar. Okay, und das wollen wir auch hier mit verbinden. Weil hier ist ja nirgendwo Öl, was produziert wird. Ich sehe zumindest nichts. Ich sehe nichts. Ich kann nur noch mal schauen. Bedarf. Guck mal, wir haben nur drei. Eins ist noch in Sulzbachtal. Okay. Können wir natürlich auch miteinander verbinden. Ah, das ist ja noch weiter weg. Das ist noch weiter weg. Dann mache ich das hier mit. Die anderen zwei sind hier oben, Leute. Wo ich jetzt gerade schon baue. Also gut, baue ich hier auch mal noch eine Verbindung. Mit dem gut am besten. Oh, krass, wie weit das weg ist. Ey, das irritiert mich gerade. Ich dachte, der wäre irgendwie näher dran. Aber gut. Ja, das wird ja auch wieder toll. Dann muss ich hier erstmal jetzt... Dann bis hier hin. So. Hier komme ich wieder nicht drüber. Ah, so geht. Cool. Das freut mich. So. Nehmen wir mal die hier, oder? Ah, die ist eigentlich nicht so schön. Ich nehme mal die. Die ist eigentlich ganz cool. So. Moment mal eben. Ja, und das können wir hiermit dann auch noch verbinden. Das können wir ja gleich machen. Haut das so hin von der Höhe? Tatsache. Bam. Dann hier vorbei. Ja, ich verbinde es mal noch mit dem Feldweg. Aber ich baue noch eine direkte Strecke jetzt gleich. Hier vielleicht am besten. Geht's schneller. Kollision. Okay, muss ich wieder Häuser abreißen. Mal das hier weg. Kollision. Ach Leute. So. Aber wir machen gut Geld, ne? 24 Millionen haben wir mittlerweile. Also obwohl ich ganz den baue, machen wir plus. So, das geht wunderbar, ich wollte schon sagen. So gut, das ist einfach hier hoch. Direkt. So hier. Bam. Und schon haben wir eine direkte Verbindung. Und das würde ich jetzt gerne noch hier mit verbinden. Das ist nicht gut. Tunnel. Alter, ist total die abgefahrene Strecke hier, aber ich finde es cool. Muss man bis hier hin. Und jetzt hier die Kreuzung am besten, dass sie noch klappt. Ja, wunderbar. So, dann upgraden noch schnell, dass es ordentlich ist. Bam. Und hier auch noch. So, hätten wir. So gut, jetzt muss ich Busbahnhof bauen. Also hier die Cargo-Dinge. Also kommt hier einer hin.